Herzlich willkommen. In dieser Meditation werden wir dein achtes Chakra aktivieren. Dieses steht für das göttliche Prinzip und die Verbindung zu dem ewigen Nichts. Ein Ort, der jenseits von Raum, Zeit oder Verstand liegt. Lass uns in dieser Meditation versuchen, dorthin zu kommen. Dazu kannst du jetzt deine Augen schließen und einfach meiner Stimme folgen. Lass uns zum Einstieg 3 tiefe Atemzüge nehmen. Atme ein, halte die Luft und atme aus. Atme ein, halte und aus. Nochmal ein, halten und aus. Okay, sehr schön. Lass uns nun deinen Atemrhythmus weiter beobachten und lass ihn ganz natürlich fließen, so wie er kommt und geht. Es muss jetzt kein spezieller Atemrhythmus sein, sondern einfach ganz natürlich, wie er in dich fließt und wieder aus dir fließt. Lass uns den Atem nun etwas genauer beobachten. Stell dir einfach vor, dass du beim Einatmen Energie aus der Erde emporsteigen lässt. Immer wenn du einatmest, ziehst du die Energie von unten nach oben. Beim Ausatmen lässt du die Energie von oben in dich fließen, in dich strömen und lässt sie nach unten sinken. Beim Einatmen von unten nach oben. Beim Ausatmen von oben nach unten. Ein von unten nach oben. Aus von oben nach unten. Du merkst, wie du beim Einatmen die Energie aus dem Wurzelchakra, aus der physischen Ebene hervorholst und dass die Kundalini-Energie ist, die von unten emporsteigt. Und beim Ausatmen die Energie, die von oben in dich strömt, das ist die Prana-Energie, die vom Kronenchakra empfangen wird, dann von oben nach unten strömt. Ein von unten nach oben. Aus von oben nach unten. Du spürst, wie diese Energie deine Wirbelsäule entlang steigt. Im Wechsel deines Atems. Du spürst, wie die Energie wandert von unten nach oben, von oben unten. Lass die Energie einen Moment fließen.
Lass uns diesen Energiefluss noch weiter öffnen, indem du, während du beim Ein- und Ausatmen die Energie wandern lässt, schaust, wo du diesen Energiefluss ein bisschen unterstützen kannst, an welcher Stelle deiner Wirbelsäule hier du vielleicht noch zusätzlich etwas öffnen kannst, dass es leichter funktioniert. Vielleicht ganz unten in der untersten Ebene im Wurzelchakra selbst. Vielleicht kannst du hier ein wenig loslassen. Dass die Energie besser fließen kann. Vielleicht auch im Sakralchakra, dort wo deine Gefühle liegen. Vielleicht kannst du hier ein bisschen mehr loslassen, dass auch hier die Energie leichter fließen kann. Oder vielleicht im Solarplexus, in der Willenskraft, in der Willensebene. Leg gern deine Hände an die entsprechende Stelle. Vielleicht deinem Herzen in der Ebene der Liebe, der Beziehungen. Vielleicht möchtest du hier noch ein bisschen mehr loslassen. Der Energiefluss hier besser funktioniert. Vielleicht die Ebene deines Halschakras. Oder des Stirnchakras. Oder im Kronenchakra selbst. Lass weiter los, dass die Energie leichter fließen kann. Einatmen hoch, beim Ausatmen wieder runter. Jetzt, wo du dich so verbunden fühlst mit deinem Atem, beobachte, wie der Atem entsteht, aus der Stille heraus besteht ein Moment, dann mit dem Ausatmen wieder vergeht, wieder in die Stille kehrt. Beobachte deinen Atem und diese drei Kräfte des Entstehens, des Bestehens und des Vergehens. Hier in deinen Atem kannst du diese drei göttlichen Prinzipien sehen und fühlst dich jederzeit mit diesen Prinzipien verbunden. Dein Atem zeigt dir, wie das Leben funktioniert, wie Leben aus der Stille kommt
ein Moment hier ist, in dieser Welt, und dann wieder vergeht in die Stille hinein. Genau so ist es nicht nur mit deinem Atem, sondern auch mit deinen Gedanken. Auch sie kommen aus der Stille hervor, sind einen Moment da und verschwinden wieder. Sie werden aus der Stille geboren. Sind einen Moment hier und gehen wieder in die Stille hinein. Und auch deine Gefühle folgen letztendlich dem gleichen Prinzip. Sie kommen aus der Stille, sind einen Moment hier und gehen dann wieder in die Stille hinein. Sei hier im Hier und Jetzt, verbunden mit dem Moment und verbunden mit dieser Stille. Beobachte aus dieser Stille heraus, wie alle Eindrücke entstehen, wie jede Wahrnehmung aus dieser Stille hervorkommt und da ist. Sei die Stille selbst. Alles, was aus der Stille kommt, sind lediglich Eindrücke, die dein Ego wahrnehmen kann. Jenseits deines Egos liegt die Stille. Versuche so, aus dieser Stille heraus auf dein Ego zu blicken. Tausche sozusagen die Perspektive. Blicke nicht von deinem Ego in die Stille, sondern von der Stille auf dein Ego, auf deine Gedanken, deine Gefühle, deinen Körper, deine Umgebung. Alles, was du sehen, hören oder fühlen kannst, kommt aus der Stille heraus und ist das Ego. Beobachte das.
Okay. Bleibe mit dieser Stille in Verbindung. Und beobachte jetzt, wie wir gemeinsam zwei Atemzüge nehmen. Atme ein. Halte die Luft. Und atme aus. Atme ein. Halte. Und aus. Beobachte jetzt, wie sich dein Ego-Körper langsam bewegt. Beobachte, wie dein Ego langsam auch die Augen öffnet. Und wie diese Reize in dein Ego fließen. Und du hier immer noch verbunden bist mit deinem wahren Sein, mit der Stille, mit dem Ort, aus dem das Leben selbst kommt. Wenn du dich wieder mit diesem Moment verbinden möchtest, mit dieser Stille, wenn du wieder diese Perspektive ändern möchtest, dann bist du ganz herzlich dazu eingeladen, diese Meditation jederzeit zu wiederholen. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal mit dir. Bis bald. Namaste.